Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Hier möchte ich mal auf ein Problem zu sprechen kommen, was auch bei Garagentorentrieben sehr schnell passiert. Und dann würde ich sagen, wir schauen uns diese Garage an. Ich habe hier nur Garagentore und keine Seitentüre. Was also bedeutet, wenn wir hier einen Garagentorentrieb montieren oder einbauen, haben wir ganz schnell die Befürchtung oder eventuell das Problem, was passiert, wenn der Sturm ausfällt oder eventuell der Antrieb versagt. Wie komme ich in meine Garage rein? Da gibt es mitunter ganz große Schwierigkeiten, besonders wenn man solche Tore verwendet, ohne Nebentür oder ohne eingebaute Tür, kommt man so überhaupt nicht mehr in die Garage herein, wenn, wie gesagt, der Strom ausfällt. Um jetzt trotzdem noch hier hineinzukommen in diesen Raum, gibt es eine schöne Lösung, und zwar dieses System. Das ist eine Notentwicklung in Form eines Bautenzugs. Der wird hier unten an diesem kleinen Zug Hebel montiert und mit dem Garagentorschloss verbunden. Somit sind wir in der Lage, von außen die Garagentür aufzuschließen, mit dem Knauf die Garagentür zu entriegeln und damit das ganze System nach hinten zu schieben. Wie das montiert wird, zeige ich euch in diesem kleinen Video. So, bevor wir jetzt beginnen, schauen wir uns einfach mal das Zubehör hier an. Wir haben den reinen Bautenzug in Metall. Die reine Sehne des Bautenzugs, die wir uns dann auf Länge kürzen müssen. Ein Kabelbinder, das System, was hinter dem Türknauf montiert wird, um diesen Bautenzug auszulösen. Eine Befestigung oben am Antrieb, um den Bautenzug zu spannen. Diverses Befestigungsmaterial und Klebeschellen sowie Schrauben. So, die reine Montage dürfte hier eigentlich keine Schwierigkeiten machen. Zuerst beginnen wir mit der Metallsehne des Bautenzugs und diesem kleinen Schellenbauteil. Wir öffnen zuerst hier diese Metallzähne, sodass sie komplett gerade und frei liegt. Jetzt haben wir hier eine Oberseite mit dieser kleinen Kugel und diese müssen wir jetzt hier mit unserem, ziehen wir dran, Entriegelungsseil verbinden. Das macht ihr an der untersten Position des Entriegelungsseils und zwar hier. Oder eventuell, was ich auch alternativ noch vorschlagen könnte, wenn ihr es euch zutraut, bohrt hier einfach ein kleines Loch ein und schiebt einfach diesen Bautenzug hier in diesen Griff ein. Wie ihr das macht, überlasse ich euch, aber die meisten von euch werden hier ein langes Seil vorfinden und dort verbinden sie einfach mit dieser Schelle dieses Drahtseil mit dem Seil. So, ich nehme jetzt hier den Akkubohrer und bohre in den Griff ein kleines Löchchen ein. Wichtig, passt auf, dass ihr das Loch auf keinen Fall zu groß bohrt. Nehmt einen Bohrer, der noch unwesentlich dicker ist als euer Drahtseil. Bohrt an einer Stelle, sodass ihr hier in so einem freien Stück herauskommt. Nun nehmen wir einfach das Drahtseil mit dem freien Ende und schieben es von oben her hier hinein und ziehen es vollständig durch. So, und wenn ich jetzt an diesem Drahtseil ziehe, entriegelt sich quasi mein Antrieb relativ. Wenn ihr diesem Plastikgriff nicht vertraut, könnt ihr jetzt immer noch euer Drahtseil wieder nach oben durchschieben und hier mit der Schelle mit dem vorhandenen Drahtseil verbinden. Achtet aber darauf, dass ihr noch genug Platz habt hier oben drin, dass euer Antrieb wieder verriegeln kann. Ich kann das hier mal vorführen. So, nachdem wir das festgezogen haben, schauen wir nochmal, ob der Antrieb wirklich wieder verriegelt. Sollte das Teil hier stören, müsst ihr das umpositionieren. Der Antrieb muss auf jeden Fall wieder vernünftig verriegelt sein, sonst kann der Antrieb nicht funktionieren. Als nächstes montieren wir hier diesen Winkel. Der ist für unser Zugseil zuständig oder mehr zu sagen für unsere Sehne als Führung. Den montieren wir hier oben an unseren Zugstab, indem wir ihn einfach so positionieren und hier mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial festziehen. Noch ein kleiner Tipp, in meinem Set war nur eine Schraube, das ist mir zu wenig. So kann sich der Winkel nämlich nach oben schieben und hier oben in der Füllungsschiene verhaken. Beachtet eventuell, dass er hier eine zweite 6er-Schraube mitbestellt und diese Geschichte vielleicht auch mit zwei 6er-Schrauben befestigt, sodass der Winkel sich nicht verdrehen kann.
Sondern wenn der Winkel montiert ist, wie gesagt, ich habe hier zwei Schrauben verwendet, der Hersteller hatte leider nur eine dabei. So, jetzt nehmt ihr eure Sehne, schiebt sie von hinten durch dieses vorgebohrte Loch, nehmt die im Lieferumfang enthaltene Mutter, in diesem Fall eine selbstsichernde Mutter, und schraubt sie hier vorne auf. Ihr werdet diese Mutter nicht mit der Hand oder von Hand aufschrauben können, weil ja hier oben diese Gummisicherung oder Kunststoffsicherung drin ist. Also benötigt ihr hier eine Zange und in diesem Fall eine 10er Schlüssel. Haltet den Bauchzug hier hinten mit der Zange fest und zieht diese Mutter mit dem 10er Schlüssel bis zum Anschlag an. So, wenn ihr das festgezogen habt, hängt jetzt hier eure Sehne des Bautenzugs frei. Als nächsten Schritt nehmt ihr hier euren reinen Bautenzug, sucht das Ende, führt ihn hier oben ein und schiebt ihn komplett durch die Sehne durch. Das sieht dann so aus. So, als nächstes nehmt ihr eure Sehne inklusive Bautenzug, schaut in etwa, wo euer Türschloss ist, geht in dieser Rille nach oben und führt diese Sehne hier hinter diesem Metallsteg, falls ihr ein Schwingrohr habt, durch. Als nächstes benötigen wir diese Befestigungsmaterialien, diese Klebepads mit den Führungen und den Kabelbinder. Dieses Klebepad mit der Führung bringt ihr an einer Stelle auf, wo der Radius des Bautenzugs ausläuft. Das wäre jetzt an meiner Stelle hier. Macht das bitte nicht hier, das wäre zu viel Druck. Auch wenn das jetzt schöner aussehen würde, ist das nicht optimal. Schutz einfach ab und klebt diese Führung so an und klebt hier einfach den Bautenzug ein und verriegelt diese Führung. Hier unten könnt ihr noch alternativer als Verstärkung diesen Kabelbinder einsetzen und den Bautenzug hier nochmal sichern. Wichtig, zieht das alles nicht zu fest. Das wäre schön, wenn der Bautenzug hier bewegt bleibt. Denn ein wichtiger Punkt, wenn das Tor sich öffnet, ändern sich hier die Längenmaße und der Bautenzug muss hier etwas Spiel haben, um das kompensieren zu können. Also lasst auch den Bautenzug lang genug. Ihr könnt dann alternativ nochmal schauen, ob ihr eventuell hier nochmal einen Kabelbinder zusätzlich montiert. Das probiert ihr aber erst aus, wenn das Tor läuft, inwieweit der Bautenzug Platz zum Arbeiten braucht. So, als nächstes kommen wir zu diesem Bauteil. Das wird hier hinter dem Griff montiert. Dafür schrauben wir einfach den Griff ab. Das ist sehr einfach. Ihr nehmt einen Schraubendreher, löst die Schraube vorne, zieht den Griff ab. Jetzt habt ihr hier einen Vierkant vor euch liegen. Und auf dem steckt ihr das System einfach auf. Es wäre sinnvoll, wenn von außen jemand gegen den Griff drückt, damit der Griff nicht verschwindet. Schaut, dass eventuell das Gestänge nicht im Weg ist. Das Gestänge hier entriegelt ist, könnt ihr das auch, wenn ihr wollt, komplett entnehmen. Wenn ihr das getan habt, könnt ihr hier diesen Griff wieder aufschrauben. Kleiner Zusatztipp von mir, dieses Teil kann man sich bei manchen Toren auch sparen, weil im Griff eventuell hier schon ein Loch für den Bautenzug eingebohrt ist. Man kann es sich natürlich aber auch selber einbohren. So, jetzt machen wir den Griff wieder fest. Kleiner Tipp, zieht den Griff nicht zu fest. Wenn ihr hier die Schraube zu fest anzieht, läuft hier diese ganze Geschichte nicht. Also das muss schon relativ locker bleiben, damit der Griff auch hier bewegt werden kann. So, als nächster Punkt kommen wir zu diesem Bauteil. Das wird hier montiert. Wichtig, es muss gerade über der Ausführung hier montiert werden. Dazu einfach hier hinhalten, hier sich eine kleine Markierung machen. Wichtig, diese Einführlöcher hier oben, diese kleinen, sollten auch relativ gerade über dem unteren Einführloch sitzen. Wenn wir uns markiert haben, wo die Position sich befindet, bohren wir hier ein Loch ein, wählt einen Bohrer, der etwas dünner ist als eure selbst bohrende Schraube. Messt dazu einfach den Durchmesser der Schraube und zieht 1 bis 2 mm ab. Ein wichtiger Punkt zu diesen Metallspänen, entfernt sie gründlich. Wenn die irgendwo in eurer Garage oder auf dem Tor liegen bleiben und es wird nass, habt ihr dann da Rostflecken. Also restlos entfernen, auch aus der Garage. So, bevor wir jetzt hier weitermachen, ein wichtiger Schritt, den ihr unbedingt ausprobieren solltet. Und zwar lasst jetzt einmal das Tor auf und zu fahren und beobachtet euren Bautenzug.
wie viel Platz braucht ihr hier oben? Das müsst ihr jetzt unbedingt ermitteln. Lieber etwas länger lassen, als ihn zu kurz schneiden. Ist er zu kurz, funktioniert er nicht mehr. Das testen wir jetzt einfach mal, indem ich das Tor öffne. Und es fällt sofort auf, dass hier immens viel Spannung plötzlich auf diesem Bautenzug ist. Was natürlich bedeutet, hätten wir ihn jetzt zu kurz geschnitten, hätten wir ihn wegwerfen können. Jetzt mache ich Folgendes. In diesem Zustand ist bei mir die am weitesten gespannte Position erreicht. Ihr müsst schauen, in welcher Torlage das bei euch passiert. Wir gehen jetzt an eine Stelle. Nehmen wir mal zum Beispiel an, diese Stelle mit dem Kabelbinder. Und an dieser Stelle markiere ich mir jetzt, wo der Bautenzug liegen muss. Einfach mit einem Bleistift oder dergleichen hier einen kleinen Strich hinziehen. Und in meinem Fall sieht man, der Bautenzug hat sich nun nach unten wieder durchgeschoben. Das heißt, wenn ich ihn jetzt unten abschneiden würde, wäre er definitiv zu kurz. Ich habe aber hier meine Markierer und kann jetzt quasi den Bautenzug so weit zurückschieben, dass ich hier oben genug Reserve habe, damit er mir nicht durchreißt oder irgendwie das Tor beim Hochfahren entriegelt. So, nun können wir hier in unser eingebohrtes Loch die Schraube einbringen und darunter dieses Blech einfach montieren. Bevor wir nun endgültig hier festziehen, schieben wir nun unser Blechchen so hin, dass hier dieses kleine Löchchen mit diesem kleinen Löchchen quasi übereinsteht. Wir haben hier zwei Löcher zur Auswahl. Ich nehme das vordere, positioniere das in etwa und ziehe nun meine Schraube endgültig fest. Überdreht bitte diese Schraube nicht, das ist eine Fressschraube, da ist Huckizucki Ende im Gelände und ihr müsst dann eventuell ein neues Loch bohren. So, bevor wir nun weitermachen, ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Vergesst ihn bitte nicht, sonst habt ihr euren Bautenzug versaut. Jetzt nehmt ihr das Innenleben des Bautenzugs und zieht es wieder zurück. Und zwar ausreichend weit, dass ihr dann eventuell nun genug Reserve von dieser inneren Szene habt. Nun haben wir ja die Position unseres Bautenzugs ermittelt. Das heißt, sorgt dafür, dass ihr ihn weit genug nach oben geschoben habt, bevor ihr jetzt diesen Schritt durchführt. Denn wenn ihr ihn abgeschnitten habt, ist es vorbei. Und wichtig, schaut, dass eure Sehne zurückgezogen ist. Sie muss zurückgezogen sein, sonst schneidet ihr eure Sehne mit durch und dann wird euer Bautenzug auch versaut. Also schaut, dass er weit genug nach oben geschoben ist, an eurer Markierung da oben. Lieber etwas mehr. Kürzen können wir noch, länger schneiden geht nicht. Jetzt halten wir den Bautenzug hier an dieses Blechchen, geben etwas Reserve, 2-3 cm, drücke ich es meistens nach oben und schneiden ihn genau an dieser Stelle durch. So, nun können wir wieder oben unsere Sehne zurückschieben. Und wir sehen, sie kommt jetzt hier unten einfach wieder heraus. Ich habe sie weit genug zurückgeschoben, dass ich sehr viel Spiel noch habe. Als nächstes benötigen wir dieses Bauteil. Wir sehen, dass dieses Bauteil auf einer Seite vollkommen hohl ist und auf der anderen Seite so einen Rand besitzt. Dieser Rand kommt nach unten und wir führen die Sehne von hier ein. Das machen wir einfach, indem wir das so zusammenstecken und hier durchführen. Jetzt können wir das wie eine Art Schutzkappe hier einfach aufbringen. Nun nehmen wir unseren Bautenzug und stecken ihn durch das Loch, was mit dem Loch übereinsteht. Vorsicht, es liegt hier nichts ab. Nun kommen wir zu dieser Position. Jetzt müssen wir schauen, dass die Sehne vollkommen hier durchzieht. Und wichtig, jetzt würde ich die Sehne auch erstmal ein ganzes Stück länger lassen und schneidet nun die Sehne hier durch. Bevor ihr das tut, schaut oben, dass die Sehne sauber eingezogen ist. Jetzt könnt ihr hier durchschneiden. Wichtig, lasst hier ordentlich Reserve, 10-15 cm Minimum. Nun führt ihr eure Sehne hier durch dieses Loch hindurch und schnappt euch dieses Verschraubungsbauteil, löst die Schraube, schiebt sie hier drauf, bringt hier diese den inneren Bautenzug leicht auf Spannung, schiebt das hier oben an und zieht nun diese Schraube mit einem Schraubendreher fest. Übertreibt das im ersten Moment nicht, denn wir müssen hier noch Feineinstellungen vornehmen, da habt ihr das Seil total zerquetscht an dieser Stelle. Wenn ihr das jetzt so vorgenommen habt, entriegelt ihr euer Schloss und öffnet es. Wenn ihr es geöffnet habt, schaut ihr nun, ob dieser Zugweg hier ausreicht,
um euren Antrieb zu entriegeln, indem ihr jetzt versucht, das Rohr einfach zu öffnen. Sollte das wie in meinem Fall funktionieren, habt ihr den richtigen Zugweg gewählt und ihr könnt nun das Tor verschließen, den Hebel in die Ausgangsposition bringen und diese Schraubung endgültig festziehen. So, jetzt ist es eigentlich noch wichtig zu schauen, ob das ganze System funktioniert. Dazu macht ihr Folgendes: Ihr stellt wieder euren Handgriff unten in die Ausgangsposition, schließt eventuell euer Schloss ab und lasst jetzt den Antrieb wieder fahren. Jetzt ist es wichtig, hat der Antrieb wieder eingeriegelt oder nicht. Und wenn das halt funktioniert hat, stimmt diese Montage. Wenn nicht, müsst ihr eventuell so lange da unten an dieser Schraube weiter experimentieren, bis dieser Weg funktioniert, damit diese Entriegelung und Verriegelung des Antriebs einwandfrei läuft. So, in meinem Fall hat es tadellos geklappt. Habt ihr hier mitunter einen Fehler gemacht oder habt den Bautenzug zu kurz dimensioniert, in meinem Fall war hier noch schon ein Spiel, könnte es passieren, dass das Tor im Hochfahren entriegelt und zurück in die Endposition kracht. So, und das war's zu meiner Installation von einem Notentriegelungssystem. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Falls ihr weitere Videos zu ähnlichen Themen von mir noch schauen wollt, unten in den Anmerkungen einfach auf die Videos klicken, sofern ihr die Anmerkungen aktiviert habt. Über ein Abo würde ich mich freuen und sage hiermit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.